Hallo allerseits und herzlich willkommen. Dies wird der letzte Lesemonat sein, den ich in dieser Wohnung drehe. Ist das nicht crazy? Ist das nicht crazy? Aber mehr dazu am Ende des Videos. Kommen wir also erstmal zu den Büchern, die ich im Mai gelesen habe. Ich bin extrem stolz auf mich. Ich habe 10 Bücher gelesen, beziehungsweise fertig gelesen. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass ich ja nicht 10 komplette Bücher gelesen habe, sondern Bücher, wenn ich sie fertig lese, dann dem Monat zurechne. Ich habe insgesamt 3380 Seiten gelesen. Das ist sehr viel für mich in letzter Zeit gewesen und ich habe 109 Seiten pro Tag gelesen. 109. Gut, es gab auch einfach Tage, an denen habe ich ein komplettes Buch mit über 400 Seiten weggelesen. dazu auch noch später mehr. Insgesamt habe ich 630 Seiten mehr gelesen als letzten Monat und ich habe pro Tag ungefähr 23,3 Seiten mehr gelesen. Ist das nicht viel? Ist das nicht großartig? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder so viel zum Lesen gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht, weil ich ab und an noch mal ein bisschen mehr in Zügen saß oder so. Aber eigentlich bin ich selbst sehr überrascht, freue mich aber. Ja, aber was habe ich denn nun gelesen? Also das erste Buch, was ich im Mai gelesen habe, war Alles glänzt von Jacqueline Woodson. Es gibt eigentlich mehrere parallele Geschichten in diesem Buch, die aber alle in derselben Generation spielen. Es geht um eine schwarze Familie in den USA und während die Jüngste aus der Familie gerade ihre Einführung in die Gesellschaft hat, erinnert sich ihre Mutter an die Zeit, als sie ungewollt mit ihrer Tochter schwanger war, beziehungsweise ungeplant. Und ja, wie das auch ihre Beziehung zu ihrem damaligen Freund verändert hat, mit dem sie eigentlich noch nicht vorhatte, irgendwie Kinder zu kriegen oder den sie auch eigentlich nicht heiraten wollte und so. Ja, und wie sich ihr Leben dann so quasi entwickelt hat. Und auch noch ihre Mutter und ihr Großvater. Das sind auch noch so Storylines. Okay, der Vater von der Jüngsten kommt auch noch vor. Jedenfalls, wie sich das Leben so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Auch so ein bisschen Familientrauma, Ende der Sklaverei, beziehungsweise so die Nachwirkungen davon. Das sind alles Themen, die in Alles glänzt angesprochen werden. Also ein relativ vielfältiges Buch. Dann habe ich, ich werde hier jetzt mal so stellvertretend meinen E-Book-Reader hochhalten, Die Bibliothekarin von Auschwitz gelesen. Ein Buch, in dem es darum geht, dass in Konzentrationslager Auschwitz es tatsächlich eine Art kleine Schule im sogenannten Familienlager gab, natürlich illegalerweise. Und ein Mädchen damit beauftragt war, halt immer auf diese paar Bücher, die es denn gab, aufzupassen. Dieses Mädchen hat tatsächlich gelebt, lebt sogar immer noch. Das heißt, es ist inspiriert von einer wahren Begebenheit, was ich immer super interessante Bücher finde. Kann ich euch also nur wärmstens ans Herz legen. Ob ich euch jetzt mit derselben Inbrunst Das Leben, ein ewiger Traum von Helene Sommerfeld ans Herz legen würde, weiß ich jetzt nicht. Es ist ein Krimi und im Prinzip gibt es zwei große Handlungsstränge in dem Buch. Also zum einen ist die Protagonistin, wie heißt sie nochmal? Magda Fuchs, nach Berlin gezogen, nachdem ihr Mann umgebracht wurde und sie infolgedessen eine Fehlgeburt erlitten hat. Und sie das Ganze vergessen möchte. Diese Aufklärung von dem Mord an ihrem Mann ist so ein Ding. Und in Berlin gibt es halt irgendwie sehr viel Kinderhandel. Und das ist dann so ihr Hauptermittlungsding. Wobei sie ja nicht ermittelt, sie ist die Ärztin, aber irgendwie hat sie dann sehr viel damit zu tun. Das Buch fand ich ganz gut, aber es hat mich mal wieder darin bestärkt. Ein Krimi oder so pro Jahr reicht für mich. Ein Akkuwechsel pro Video reicht hoffentlich auch. Ich hasse es. Genau. Dann, nachdem ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, okay, bisschen Unterhaltungsliteratur, kommen wir mal wieder zu was Ernsterem. Ich habe daraufhin von Michael Kohs Demokratie ohne Mehrheit gelesen. Es geht im Prinzip darum, wie sich das Parteiensystem in Deutschland und Österreich entwickelt hat, wie Mehrheitsbildung historisch funktioniert hat, ja, wie auch so das demokratische Verständnis und Selbstverständnis in Österreich und Deutschland sich entwickelt hat, wie auch eben die Beeinflussung des Nationalsozialismus in den beiden Ländern verlaufen ist, was für Wege und Entwicklungen Rechtspopulismus durchgemacht hat. Genau. Und die ganze Frage, wie funktionieren Parteien, wie funktioniert Mehrheitsbildung und was genau ist eigentlich Demokratie, wird in diesem Buch beleuchtet, fand ich auf jeden Fall nochmal interessant. Ich würde vielleicht politisch nicht alle Dinge genauso sehen wie der Autor, wobei da jetzt auch nichts drin ist, von dem ich sage, so, hä, das ist völlig absurd. Wobei mir tatsächlich manchmal ein bisschen die Herleitung gefehlt hat.
Also ich muss sagen, ich habe nicht alle Anmerkungen gelesen, die hinten nochmal in dem Buch drinstehen, weil das dann irgendwie nochmal ewig lange Anekdoten sind. Vielleicht wäre es dann ein bisschen schlüssiger gewesen, aber im Prinzip sollte man das Buch auch ohne die ganzen Anmerkungen verstehen können. Meine bescheidene Meinung. Ja, dann ging es doch nochmal in den Bereich der Unterhaltungsliteratur, wenn auch zu einem ernsteren Thema, nämlich mit Jenny Hendrix und Ted Kaplans Unpregnant. Es geht um eine Spitzen-Einser-Schülerin, die auch voll beliebt ist und mit dem beliebtesten Jungen der Schule zusammen ist und so, die ungewollt schwanger ist. Und ja, sie hat jetzt nicht so den Freundinnenkreis, in dem sie das sagen könnte oder auf die große Unterstützung hoffen könnte. Und deswegen macht sie einen Roadtrip von Missouri nach Alabama, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig im Kopf habe. Jedenfalls 1600 Kilometer weit zur Abtreibungsklinik mit einem Mädchen, mit dem sie mal befreundet war. Aber das Ganze hat sich irgendwie ein bisschen auseinandergelebt und die beiden finden wieder ein bisschen zusammen. Also es geht um Freundschaft und Abtreibung. Und an dem Buch fand ich es super cool, dass diese Überlegung, ich bin ungewollt schwanger, deswegen treibe ich ab, nicht groß in Frage gestellt wurde. Also natürlich, ne, man muss sich immer fragen, was ist das Beste für mich, was ist das, was ich jetzt irgendwie auch machen kann oder was ich vielleicht machen möchte oder auch nicht machen kann oder nicht machen möchte. Aber dass die Protagonistin voll auf selbst in der Lage ist zu entscheiden, ob sie eine Abtreibung durchführen möchte oder nicht, das wurde in dem Buch nicht angezweifelt und das fand ich wirklich klasse, weil irgendwie scheinen viele Menschen davon auszugehen, dass Frauen zwar viele Dinge im Leben selbst entscheiden können, aber über ihren eigenen Körper, wenn sie schwanger sind und das vielleicht nicht geplant oder nicht gewollt war, plötzlich nicht mehr entscheiden könnten und dass ganz viele andere Menschen auf einmal ein Recht hätten, darüber mitzuentscheiden. Und das verstehe ich immer nicht, ganz ehrlich. Ja, danach ging es dann weiter mit Fangfangs Weiches Begräbnis. Auch wieder eher ein schweres Thema. Es ging um die Kultur- und Bodenrevolution, also vor allem um die Bodenreform in China der 1950er. Genau. Also als die ganzen GroßgrundbesitzerInnen enteignet werden sollten und die Protagonistin dieses Buches hat diese Reform und diese Enteignung eben miterlebt und sowohl ihre Schwiegerfamilie als auch ihre eigene Familie waren davon betroffen und das hat in ihr ein so krasses Trauma ausgelöst, weil auch super viele von denen umgekommen sind, also bis auf ein, zwei Leute aus der Dienerinnschaft eigentlich alle, dass sie das alles vergessen hat. Aber als ihr Sohn dann ein hübsches Haus kauft, ja, kommt das halt irgendwie alles wieder hoch und sie durchlebt das nochmal alles. Währenddessen macht der Sohn eine Expedition und findet zufälligerweise die beiden Häuser, die eben mit ihrer Familie zu tun haben. Interessant hieran, also erstens, die Bodenreform hat es tatsächlich gegeben. Zweitens, das Buch ist in China inzwischen nicht mehr erhältlich. Ich weiß nicht, ob es explizit verboten ist, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr erhältlich. Und die Autorin hat wohl eine Freundin, deren Mutter tatsächlich sowas in der Art passiert ist. Also die von den Bodenreformen eben so mega krass betroffen war und die das dann alles verdrängt hat und dann kam es später wieder hoch. Das heißt, es ist zumindest auf wahren Begebenheiten basiert, auch wenn es jetzt kein biografisches Buch oder sowas ist. Und das finde ich immer super interessant, wenn wahre Schicksale eben zum Anlass für Bücher genommen werden. Das fand ich wirklich ein gutes Buch, ein interessantes Buch. Gerade weil, glaube ich, die chinesische Kultur auch was ist, worüber man in Deutschland nicht so wahnsinnig viel weiß. Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen so an diesem Protektionismus in China, aber ich weiß auch nicht, ob so ein großes Interesse immer von den meisten Menschen da ist, China zu verstehen. Schwierige Sache. Ja, nebenbei hat mir meine Freundin Der Feuervogel von Istrada fertig vorgelesen, per WhatsApp-Sprachmemos. Eigentlich wollte ich nachgucken, wie lange wir jetzt für das Buch gebraucht haben. Ich glaube, 2 oder 3 Monate, vielleicht auch länger. Ich gucke mal, ob ich daran denke, es nachzugucken, euch das hier irgendwo hinzuschreiben. Ihr werdet es feststellen. In dem Buch geht es quasi darum, dass es den sogenannten Feuervogel gibt. Also es geht nicht wirklich um einen Phönix, sondern um ein Artefakt, um mal nicht zu viel vorwegzunehmen, was die Kräfte von einem Phönix hat. Und das halt super wichtig ist für die Bildung eines Bündnisses und eine, die der aktuellen Herrscherin dient und eine, die zu einem anderen Volk gehört und ja, sich so ein bisschen als Diebin verdingt, nachdem ihr Volk auch sehr unter der neuen Herrscherin leiden musste. Die beiden verlieben sich ineinander und machen sich, aus wenn auch sehr unterschiedlichen Gründen, auf die Suche nach dem Feuervogel. Und das Ganze hat noch auch dann so ein bisschen politische Komponenten innerhalb des Buches. Also es ist ein ganz
Okay, das Buch. Es hat auf jeden Fall mehrere queere Figuren, was ich sehr cool fand. Also gut, namentlich sind es eigentlich drei. Aber die stehen sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ja, also zwei Personen, also zwei Frauen, die sich ineinander verlieben. Und dann gibt es noch eine sehr junge Figur, die trans ist. Das heißt, ein bisschen queer, das gibt es in dem Buch auf jeden Fall. Vom Grundplot her fand ich es ganz okay. Irgendwie hat mich das jetzt alles vom Stil nicht so mega umgehauen. Also es war ganz gut und es war ganz solide, aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich diesmal nicht ganz so gepackt. Schade eigentlich. Und wo wir schon mal bei den Büchern sind, die mir meine Freundin per WhatsApp-Sprachmemo so vorliest, wir haben jetzt mit Seelen angefangen von Stephanie Meyer. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch das gelesen hat. Ich hatte mir das seit Jahren vorgenommen, mal zu lesen, aber es nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich kenne bisher nur die Verfilmung und eigentlich wollte ich seitdem das Buch lesen, seit ich wusste, dass das auf einem Buch basiert, weil es doch einige Unterschiede geben soll. Und jetzt komme ich ja quasi doch noch dazu. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange wir diesmal dafür brauchen werden, weil die letzten Bücher, die wir so auf diese Art und Weise gelesen haben, hatten ja so 200, 300 Seiten und wir haben immer so zwischen 2 und 6 Monaten, glaube ich, dafür gebraucht. Und Seelen hat 800 Seiten oder so. Also das könnte ein bisschen länger dauern. Und der Grundplot von Seelen ist ja im Prinzip, dass es die Menschen gibt so und dass dann die sogenannten Seelen in Menschen eingepflanzt werden und die dann da so auf diesem Planeten leben. Ist also im Prinzip ein parasitäres Wirtsverhältnis. Wobei, ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Also das Bewusstsein der Menschen, die bewohnt werden, wird schon komplett verdrängt. Aber sie werden dadurch nicht umgebracht. Lebt man noch, wenn man kein eigenes Bewusstsein mehr hat, beziehungsweise dieses Bewusstsein in keiner Weise irgendwie sich äußern kann? Spannende, auch ethische Frage auf jeden Fall. Genau, dann ethische Fragen stellen sich auch bei dem nächsten Buch. Habe ich mit meiner Freundin Panem nochmal geguckt. Wir hatten eine sehr interessante Guckreihenfolge, dazu auch nochmal später mehr. Und dann dachte ich mir so, oh, ich hätte richtig Lust auf so einen Panem-Lesemarathon. Am liebsten hätte ich alle drei Bücher in einer Nacht mal durchgelesen, aber da ich am nächsten Tag arbeiten musste, der schlaue Gedanke kam mir nämlich an einem Sonntag, glaube ich, oder an einem Montag, ich weiß gar nicht mehr. Ich komme mit den ganzen Feiertagen durcheinander. Hat es denn nur für Band 1 gereicht, aber ich habe dann tatsächlich Panem 1 in einer Nacht durchgelesen und oh, ich liebe die Bücher, sie sind so gut und sie sind so toll. Ich bereue es wirklich, dass ich mir in den letzten Jahren nicht öfter Zeit genommen habe, sie nochmal durchzulesen. Panem ist wirklich eine klasse Reihe. Ich denke, Panem kennen die meisten. Es gab Kriege und dann gibt es jetzt ein Kapitol und 12 Distrikte, alles auf dem Gebiet, wo man Nordamerika war, und jedes Jahr müssen ein Junge und ein Mädchen aus jedem Distrikt geschickt werden und sich in einer Arena im Kapitol bis auf den Tod bekämpfen. So als Erinnerung daran, dass die Distrikte immer dem Kapitol unterlegen sein werden. Und dann im Laufe der Reihe gibt es irgendwie Aufstände gegen das Kapitol. Das ist so der vage Grundplot von Panem. Ich liebe die Reihe. Ich bin also wieder sehr, sehr im Panem-Fieber. Eventuell werdet ihr das die nächsten Monate mitkriegen. Mal gucken. Genau, und damit habt ihr es auch schon fast geschafft. Damit fehlen nur noch 2 Bücher. Das eine Buch habe ich euch vor 2 Tagen vorgestellt. Das nächste werde ich euch am... Nein, ich habe euch die beide diese Woche vorgestellt. Ich mache ja 2 Rezensionen immer pro Woche. Ich frage mich zwar immer noch, wie ich das schaffe, Sophie aktuell zu lesen, aber ich schaffe es. Komischerweise. Ja, das eine war Iron Flowers und das andere war Vortex. Und dadurch, dass ich euch die Bücher diese Woche erst vorgestellt habe, schenke ich mir an dieser Stelle mal die Vorstellung, das ist ja sowieso immer alles unten in der Infobox, verlinkt. Wenn es Rezensionen gibt, verlinke ich euch ja immer die Rezension. Wenn es nur das Buch gibt, weil es zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Buch ist, was ich privat gelesen habe und nie rezensiert habe, dann würde ich euch nur das Buch verlinken. Von Panem kann ich euch ja auch eine Rezension jetzt verlinken, weil ich vor kurzem eine neue Panem-Rezension gedreht habe. Damit wären wir auch bei dem Punkto, was habe ich so gesehen. Das mit Panem hatte ich schon angesprochen. Judith und ich hatten mit Panem 3.1 angefangen, dann haben wir Panem 3.2 geguckt und dann haben wir nochmal Teil 1 geguckt und dann Teil 2. Einfach, weil wir irgendwann anders schon mal Panem 1 und 2 geguckt hatten und das jetzt quasi dran war. Das machen wir immer so, dass wir immer rein komplett durchgucken. Und mir ist bei Panem 1 nochmal aufgefallen, was das für eine unendlich beschissene Kameraführung ist. Mal ganz ehrlich, ich fand das damals, als der Film rauskam, im Kino unheimlich nervig und ich war an dem Tag eh schon schlecht gelaunt, weil ich eine schlechte Note in Französisch hatte, das weiß ich immer noch. Ich glaube, es war eine 4-. Und es ist einfach eine super wackelige Kameraführung und ich bin so froh, dass man das in Teil 2 und 3 und 3.2 gelassen hat.
Ansonsten haben wir Game of Thrones die zweite Season fast komplett durchgeguckt. Ne, wir haben sie komplett durchgeguckt. Wir sind jetzt in Staffel 3, ich glaube bei Folge 6 oder 7. Wieso steht das hier nicht? Ansonsten habe ich nochmal 13 Reasons Why weitergeguckt. Folge 5 oder 6 bis 11. Also viel fehlt mir nicht mehr. Was ja so eine Reihe ist, basierend auf einem Buch, wo sich ein Mädchen umgebracht hat und Kassetten hinterlassen hat, auf denen sie erklärt, warum. Und die werden dann an die Menschen geschickt, die eben mitverantwortlich sind für ihren Selbstmord. Finde ich eigentlich eine tolle Serie, wobei ich nochmal merke, mein Gemütszustand war ein bisschen ein anderer, als ich die Serie das erste Mal geguckt habe. Und das hat mich nochmal damals auf eine ganz andere Art und Weise berührt, als es jetzt tut. Und ja, vielleicht muss ich nochmal das Buch lesen. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich weiß, dass damals, als die Staffel 1 rauskam, dass ich da das Buch gelesen habe. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Es ist jetzt auch, glaube ich, 4, 5 Jahre her. Oh Gott, wieso ist es so lange her? Naja. Ansonsten haben meine Freundin und ich noch Kiss Me Kosher geguckt. In dem Buch verlieben sich eine Deutsche und eine Israelin ineinander. Und das mit der Queerness ist jetzt gar nicht mal das größte Problem, sondern Deutschland und Israel. Und die Großmutter der Israelin ist zum Beispiel auch Shoah-Überlebende und lehnt es halt zum Beispiel total ab, dass ihre Tochter mit einer Deutschen zusammen ist. Während die Mutter der Deutschen unheimliche Schuldgefühle gegenüber allen Jüdinnen per se hat, eben wegen der Shoah. Und eigentlich hätte es ein ganz guter Film sein können, so mit interessanten historischen Sachen und so. Aber irgendwie war es dann doch manchmal ein bisschen abgedreht, wenn ihr mich fragt. Und ich fand es jetzt auch filmisch nicht so wahnsinnig gut gemacht. Naja, dann ging es noch weiter mit den ersten zwei Folgen der Serie Sexify. Ich glaube, das ist eine polnische Serie, was uns sehr überrascht hat. Und es geht im Prinzip um so eine Studentin der Informatik oder so, die als Abschlussprojekt eigentlich was zur Schlafoptimierung machen wollte. Dann wird ihr gesagt, hey, das ist irgendwie nicht cool genug, mach was anderes. Und dann will sie was entwickeln, mit dem der weibliche Orgasmus optimiert werden kann. Aber irgendwie fanden wir die Serie ein bisschen merkwürdig und die Charaktere auch irgendwie nicht so großartig, deswegen haben wir jetzt nicht so wahnsinnig weitergeguckt. Ansonsten haben wir die erste Folge von Outlander geguckt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Outlander weitergucken möchte, weil irgendwie schockt mich das nicht so. Es geht in Outlander um eine Frau, also es spielt glaube ich kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf jeden Fall, die irgendwo im, weiß ich nicht, 18. Jahrhundert oder so landet und ja, da dann irgendwie halt lebt. Mehr habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wobei, ich kenne ein bisschen was von der Serie. Ich glaube, die kehrt manchmal nochmal wieder zurück in die Gegenwart. Und dann hat sie auch irgendwie, glaube ich, eine Beziehung sowohl mit ihrem Mann als auch mit einem seiner Vorfahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja. Also daran, dass ich noch genau sagen kann, was alles passiert, merkte, das war mir unheimlich wichtig. Ja, und dann gibt es traditionell natürlich noch den Teil, ja, was habe ich denn so gemacht im Juni, wollte ich schon sagen. Jetzt ist Juni. Heute ist für mich der 1. Juni. Das heißt, ich habe einen neuen Tag Geburtstag. Ein paar aufregende Dinge sind passiert. Aber wir fangen mal mit dem unspektakulärsten an. Ja, man sieht es zwar nicht, aber ich glaube, letzte Woche oder so in der Rezension hatte ich ja keine Brille auf. Ich teste mich momentan ein bisschen durch Kontaktlinsen durch. Das bindet immer noch unheimlich viel Zeit und ist ein bisschen anstrengend. Genau, ansonsten hatten wir als Vorstand der Grünen Bochum auch mal endlich eine Vorstandsklausur, in der wir so ein bisschen besprochen haben. Ja, was wollen wir machen, was ist uns wichtig, wie wollen wir arbeiten und so. Das war eigentlich ganz cool. Und wir haben auch Vorbeuchter. Eine Woche, zwei Wochen, mal den Keller des Parteibüros aufgeräumt. Bisschen Teambuilding-Maßnahmen, es war tatsächlich recht lustig. Danach hatten wir uns noch Essen bestellt und diese Pommes waren ungelogen die schlechtesten Pommes, die ich je gegessen habe. Die waren richtig labbrig, die Soße hat nicht geschmeckt. Die Pommes waren total dünn und unkrosch und Heute ist der Wurm drin. Erst ist der Akku leer, jetzt ist die Speicherkarte voll. Nun denn, ich setze nochmal neu an bei der Gebärdensprache. Also, mein Gebärdensprach-1-Kurs ist ja jetzt inzwischen fertig und meine Freundin und ich machen jetzt auch Gebärdensprache, den zweiten Kurs.
Und während ich am ersten Kurs so ein bisschen auf das aufbauen konnte, was ich von vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, jedenfalls von 2016 noch wusste, habe ich ja jetzt nicht mehr so richtig viel, auf dem ich aufbauen kann. Das macht auf jeden Fall super Spaß. Mit meiner Freundin und mir sind wir jetzt zu 6, was weniger als die Hälfte vom DGS 1 Kurs ist. Und man kommt auch einfach irgendwie schneller voran. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Ich glaube zwar, es ist die richtige Entscheidung fürs Erste, nicht Gebärdensprachdolmetschen zu studieren. Aber ich glaube, dass das mir auch so ein bisschen den Spaß erhält, dass ich das halt jetzt nicht mache, um etwas zu machen, sondern einfach aus Spaß an der Freude. Und einfach aus Spaß an der Freude was zu machen, ist ja auch immer gut. Ja, und dann hatte ich ja noch angekündigt, ganz am Anfang des Videos, dass das hier der letzte Lesemonat ist, den ich in dieser Wohnung drehen werde. Davon ist jedenfalls sehr schwer auszugehen. Oh nein, ob ich doof bin? es ist der vorletzte. Anyway, meine Freundin und ich ziehen um. Ja, ihr habt das auf Instagram eventuell mitbekommen, alle, die mir auf Instagram folgen, alle anderen. Also ihr wisst ja sowieso, dass wir auf Wohnungssuche waren, aber wir haben jetzt unseren Mietvertrag unterschrieben. In der Theorie ziehen wir am 15.07. um. Ob wir tatsächlich am 15.07. umziehen oder ein, zwei Tage später oder sowas, müssen wir natürlich noch gucken, ne, wie das alles zeitlich passt. Am 15.07. bin ich dann ja auch endlich mit meiner Prüfungsphase durch. Auf jeden Fall, der Mietvertrag ist jetzt unterschrieben und es ist eine wirklich, wirklich schöne Wohnung, die auch tatsächlich 3 Zimmer hat. Das heißt, wir haben halt ein Schlafzimmer und so einen super langen Küche-Esszimmer-Wohnzimmerbereich. Und wir können uns tatsächlich ein Arbeitszimmer einrichten. Und das ist so schön, weil die letzten 2 Jahre hatte ich ja Schlafen und Arbeiten und Essen und überhaupt Leben. Alles an einem und demselben Ort. Und da ja auch seit über einem Jahr Pandemie ist, ja, hocke ich hier ja auch ziemlich viel immer auf dem gleichen Fleck. Und die Wohnung hat einen Garten. Erwähnte ich, dass die Wohnung einen Garten hat. Und ich brauche, um einmal durch den ganzen Garten zu gehen, schon länger, als ich brauche, um einmal durch meine komplette Wohnung zu gehen. Das heißt, der ist jetzt auch nicht so mikroskopisch. Es ist aber auch dementsprechend eine Erdgeschosswohnung. Aber wir dürfen den Garten ganz alleine für uns nutzen. Und das ist ziemlich cool, weil wir ziemlich entspannte, vermietende Menschen haben. Die sind irgendwie super chillig drauf. Und als ich da mal so ganz vorsichtig angefragt hatte, was mit Musikinstrumenten ist, meinten die auch so, ja klar, und in unserem Mietvertrag steht jetzt, Musizieren ist erlaubt, insbesondere Saxophon und E-Piano sind in Ordnung, weil ich halt mir noch mein Saxophon anschaffen möchte. Das habe ich ja früher gespielt, aber ich würde es gerne wieder tun. Und meine Freundin eben E-Piano hat. Und das ist sehr cool. Ich bin mal gespannt, wer sonst so in dem Haus einziehen wird. Das ist nämlich noch komplett offen. Es gibt noch 2 Wohnungen über uns. Ja, es bleibt super, super spannend. Das hat jetzt extrem viele Ressourcen gebunden. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob inklusive oder exklusive das ESC-Wochenende ist, jedenfalls jede Woche Wohnung geguckt. Wir waren jetzt, glaube ich, 5, 6 Mal in der Stadt, wo es hingeht. Und uff, das war echt anstrengend. So, also wir haben bestimmt 10 Wohnungen oder sowas uns angeguckt. Und manche waren ja jetzt schon so, oh, was dauert das so lange bei euch? Oh mein Gott, das tut mir voll leid. Und wir waren eigentlich so, okay, wir haben jetzt 1 Monat gesucht, das ist eigentlich ziemlich cool. Es ist halt einfach super anstrengend, das neben allem anderen gehabt zu haben. Ja, und jetzt müssen wir halt so ein bisschen gucken, dass wir uns ein bisschen Möbel zusammensuchen und so. Aber ich glaube, das wird schon funktionieren. Ich freue mich auf jeden Fall mega auszuziehen, umzuziehen und mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Ich glaube, das wird cool, aber es wird auf jeden Fall auch nochmal stressig. Ihr merkt, ich bin schon ein bisschen müde, aber ich bin auch seit 7 Uhr wach. Es ist jetzt für mich 10.25 Uhr. Ich bin also auch schon wieder 3,5 Stunden wach. Ja, das soll es also erstmal soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Lesemonat. Seid wieder auf dem neuesten Stand, was in meinem Leben abgeht. Lasst mich super gerne wissen, was bei euch gerade abgeht. Fun Fact, es gibt übrigens eine Kampfsportschule, die Taekwondo anbietet, direkt da um die Ecke, wo wir dann wohnen werden. Das ist super cool. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon sehr. Ich werde euch, was das Ganze angeht, auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Genau. Wie viel ihr dann von der neuen Wohnung und so zu sehen kriegt, das hängt natürlich dann nicht nur von mir ab. So ist ja auch die Privatsphäre meiner Freundin. Aber ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten werden. Dann gibt es auch bald mal wieder endlich, also in 1,5 Monaten oder so, einen anderen Video-Hintergrund. Das ist doch auch schön, nicht mehr nur dieses winzige Regal zu haben. Ich freue mich da auf jeden Fall enorm drauf. Endlich mehr Platz wieder für Bücher. Und für alles andere. Mehr Platz zum Leben. Und eine vernünftige Küche. Ja, also ihr seht, es wird viele positive Veränderungen geben. Außer für mein Konto. Naja, sei es wie es sei. Ich hoffe, ihr bleibt fit, munter und gesund. Und bis zum nächsten Mal.